vielen Dank für die coole Einleitung. Ich hätte es nicht besser formulieren können. Es ist Meditationslehre statt Mediationslehre, aber das hast du, glaube ich, nur verschluckt, das letzte T. Bevor ich was über mich sage, sage ich ein bisschen was über zwei Vorbilder. Diese beiden Herren hier, die ihr seht auf dieser Folie, haben sich 1937 in Palo Alto im Silicon Valley getroffen als junge Absolventen und haben entschieden, sie gründen ein Unternehmen gemeinsam. Und dann haben sie auf 20 Seiten einen Businessplan geschrieben und haben aufgeschrieben, wie sie mit den Menschen, die sie zu beschäftigen gedenken, umgehen wollen und was sie mit den Dingen, die sie irgendwann mal später produzieren, in der Welt bewirken wollen. Und dann endete dieser Businessplan relativ abrupt mit diesem Satz: The question of what to manufacture is postponed. Also was wir dann wirklich machen, verschieben wir mal diese Entscheidung, verschieben wir nach hinten. In den 90er Jahren hat Jim Collins, Professor an der Stanford University, diesen Businessplan seinen Studenten vorgelegt in pitchartigen Events und hat gesagt, bewertet den mal und sagt, wie cool ihr das findet, neben anderen Businessplänen. Und so auf einer Skala von 0 bis 10 kamen dann immer so Werte raus, um die 3,5 etwa. Ja, also keiner fand das so richtig sexy. Und dann war die Pointe dieser Story von Jim Collins immer, dass er dann aufgedeckt hat und gesagt hat, das sind übrigens Hewlett und Packard, ja, und das ist die Story von HP, die ihr da seht. Hewlett und Packard waren für uns Vorbilder, weil sie ein Unternehmen gegründet haben, in dem sie sich nicht zuerst Gedanken gemacht haben, was die Produkte, was die Services und was die Dienstleistungen sind, sondern indem sie sich zuerst Gedanken gemacht haben, was die Kultur ist, was der Purpose ist, den ihr beim letzten Mal hattet und wie man miteinander umgehen soll. Das zeichnet uns auch aus. Also Volker und ich haben dieses Unternehmen nicht gegründet, weil wir eine grandiose unternehmerische Idee hatten. Im Gegenteil, wir hatten eigentlich gar keine. Wir hatten die ersten zwei Jahre keine Ahnung, was wir eigentlich genau tun wollten. Das ging uns so ein bisschen wie Hewlett und Packard. Und wir haben sehr lange gebraucht, bis wir dann tatsächlich die Branche definiert hatten, das Thema definiert hatten, die Themen definiert hatten, in denen wir Consulting machen wollten. Aus diesem Unternehmen ist über die Jahre ein Unternehmen geworden, was jetzt 350 Mitarbeiter hat, etwa 30 Millionen Euro Umsatz macht und wie du am Anfang schon sagtest, glaube ich, eine ganz annehmbare Arbeitsplatzkultur hat, weil wir bei Great Place to Work und anderen Wettbewerben eigentlich seit Jahren ganz vorne mitfahren. Das war nicht immer so. Also wir haben sehr lange gebraucht, nämlich von 1992 bis 2010 etwa, bis wir 50 Mitarbeiter groß waren. Und wir sind so mit einer durchschnittlichen Wachstumsrate von 10% etwa gewachsen. 10% klingt jetzt gar nicht so schlecht, aber wenn man 10 Leute ist, dann ist man halt am Jahresende 11. Ja. Und von diesem Basiseffekt hat es eben extrem lange gedauert, bis wir etwas Fahrt aufgenommen haben. Wir haben dann 2005 einen Zukunftsworkshop gemacht. Ja, da haben wir unseren Beirat eingeladen und die Führungskräfte und haben gesagt, was müssen wir denn eigentlich tun? Damals waren wir 35 Leute, also ein Zehntel so viel wie heute. Was müssen wir denn eigentlich tun, dass wir im Jahr 2010 100 Leute groß sind? Und dann saßen wir zwei Tage zusammen in Syntegration und Arbeitsgruppen und so weiter. Und das Ergebnis der zwei Tage waren, naja, ihr als Gründer seid nicht in der Lage, das hinzukriegen. Also ihr müsst die Gründer und die Geschäftsführung auswechseln, weil ihr habt zu wenig Erfahrung in den großen Projekten, die ihr machen wollt. Ihr habt überhaupt keine externe Management-Erfahrung. Ihr habt die letzten 15 Jahre nur in eurem eigenen Saft gekocht und ihr selber werdet das nicht hinkriegen. Das war dann ernüchternd. Also es war nicht das, was wir hören wollten von unserem Beirat und aus dieser Syntegration. Und es hat aber gewirkt und wir haben uns sehr lange Gedanken darüber gemacht, wie wir weitermachen. Wir hätten dann 2008 beinahe fusioniert mit einem anderen Unternehmen, um dann an Größe zu gewinnen. Das hat dann nicht geklappt aus unterschiedlichen Gründen. Und wir haben dann tatsächlich 2009 die Anfrage gekriegt eines Geschäftsführers der ST&M, auch einer Software-Company in München, der bei uns einsteigen wollte, weil die ST&M übernommen worden ist von der Capgemini und er sehr unglücklich war in dieser Konstellation. Das war der Jens Rieger. Der kam dann 2010 zu uns. Und 2011 kam ein weiterer externer Geschäftsführer dazu, der Alex Hoffmann. Die beiden haben uns exzellent und in wunderbarer Weise verstärkt. Sie haben uns ergänzt mit Qualifikationen, die wir nicht hatten. Sie haben uns ergänzt mit
Branchenkenntnissen, Kompetenzen, Führungsfähigkeiten in ganz anderen Bereichen, als wir sie hatten. Und wir haben als Viererteam genauso gut harmoniert wie im Prinzip vorher als Zweierteam. Das hat dann schlussendlich dazu geführt, dass wir ab 2010 etwa unser Wachstum pro Jahr für 2,5-facht haben, was dann dazu geführt hat, dass wir jetzt über 6,5 Jahre in Folge mit über 25% pro Jahr gewachsen sind, aktuell etwas über 350 Mitarbeiter sind und so die 500 etwa im Griff haben, gegen die wir uns kaum mehr wehren können. Das sind Volker und ich in der Mitte und Alex und Jens sieht man jetzt nicht, weil die Schrift verrutscht ist, außen, die uns da flankieren. Meine Botschaft an euch ist im Prinzip zweigeteilt. Das erste ist, ich habe abgeleitet aus der Story, die ich bei HP gelernt habe und die wir selber durchexerziert haben, die letzten 20 Jahre in diesem Unternehmen gelernt, dass die Art und Weise, wie man die Kultur definiert, wie man mit den Menschen umgeht, wie man eine Kultur der Wertschätzung, der Achtsamkeit und des wertschätzenden Umgangs miteinander aufbaut, wichtiger ist als die Frage, mit welchen Produkten, Dienstleistungen und Services man gerade auf den Markt geht, weil die sich sowieso permanent verändern. Also die Maybourne Wolf von heute ist bestimmt schon das 5. Unternehmen unter dem juristischen Mantel dieser GmbH, was sich über die letzten 20 Jahre entwickelt hat, weil wir immer wieder völlig neue Themen in völlig neuen Segmenten mit völlig anderen Dingen gemacht hatten, als wir sie anders gemacht haben. Und das Zweite ist, irgendwann im Lebenszyklus eines Unternehmens kommt der Punkt, wo man sich wirklich radikal hinterfragen lassen sollte. Und dieses Hinterfragen schließt letztlich die eigene Person und die Limitationen der eigenen Person und die Fähigkeiten, die man gerade nicht hat, mit ein. Und man ist gut beraten, auch auf einen solchen Rat zu hören, der einem vielleicht am Anfang nicht schmeckt, und sich zu überlegen, wie kann man sich denn verstärken, um Leute, die die Kompetenzen mitbringen, die man selber nicht hat und die einen selber unterstützen an der Stelle. Dann muss man es in der Integration, glaube ich, schaffen, Leute, die von außen dazukommen, nicht als Juniorpartner oder als Geschäftsführer zweiter Klasse zu betrachten, sondern sie vom ersten Tag an mit der gleichen Art und Weise zu behandeln, wie man sich selbst auch positioniert hat. Für uns hat das funktioniert. Wir haben ein Unternehmen, in dem es mir jeden Tag riesigen Spaß macht zu arbeiten und ich glaube vielen anderen auch, in dem wir tolle Projekte mit tollen Themen machen, in dem wir für uns den Purpose gefunden haben, den wir beim letzten Mal, den ihr beim letzten Mal diskutiert habt und in dem wir quasi 6 Jahre in Folge jetzt eine sehr attraktive Wachstumsrate hingekriegt haben, bei der aktuell eigentlich noch keine Limitation abzusehen ist. Also im Moment gegen die 500 Mitarbeiter oder 50 Millionen Euro Umsatz können wir uns eigentlich kaum wehren und sind happy in der Art und Weise, wie wir das in den letzten Jahren entwickelt haben, auch nach dieser, ich sag mal, für uns etwas schwierig zu verdauenden Strategie-Workshop, die wir 2005 gemacht haben. Vielen Dank. Das waren meine Ideen zum heutigen Abend. Ich bin noch ein bisschen da, wahrscheinlich nicht ganz bis zum Ende, aber meine Kollegin, die Petra, die hier vorne sitzt, wir haben uns heute in der gleichen Farbe Sakko und Blazer ausgesucht, kann euch auch noch Fragen beantworten, falls ich dann schon weg sein sollte. Vielen Dank.